Es lebe die Dekadenz. In Schloss Belvedere in Wien zelebriert man die Verfallskunst des Fin de siècle. Eine ideale Bühne für die Lästereien Lisa Eckarts. Es gibt nicht nur auf der rechten Seite, sondern sowohl auch auf der linken diese Idee, dass eine übertriebene Hysterie des Untergangs gibt. Man hat es eben recht, unser Volk wird untergehen, so die eine Ethnie verschwindet. Und links sehen wir es gerade mit dem Umweltschutz, wo die ganze Zeit davon gesprochen wird, dass diese Welt, diese Erde untergehen wird. Beides wird in irgendeiner Form passieren. Es ist die Frage, was kommt wem zuvor, aber sich so fanatisch auf den Untergang zu fixieren und den verhindern zu wollen, ist, glaube ich, an beiden Seiten des Spektrums der völlig falsche Weg, als sich einmal damit abzufinden. Es wird zugrunde gehen. Schloss Belvedere beherbergt eines der führenden Kunstmuseen der Welt. Und Lisa Eckart ist für diesen Augenblick unsere dekadente Hofnärrin. Wenn die Welt untergeht, können Mainstream und Moralextreme sie nicht retten. Das können nur die künstlerischen Genies, so ihre These. Was kann man dem entgegenhalten, ist eben, das ist Dekadenz, das ist Freude am Verfall, beziehungsweise Akzeptanz des Verfalls und ein Schöpfen von Lebenslust und Vitalität auf dem Fundament einer Lebensweise, die den Tod nicht negiert, sondern ihn drohend auf der Schulter hat und daraus dann eigentlich versucht, etwas zu schöpfen, was sich vom Körperlichen und das heißt auch vom genetischen, völkischen entfernt, sondern vergeistigt. Das Gemälde Der Kuss von Gustav Klimt. Der Künstler fürchtet nicht die Vergänglichkeit des Lebens. Denn wahre Kunst lebt ewig. In Wirklichkeit ist eine Gesellschaft vergänglich. Sie kann von einem auf den anderen Tag wie ein sterblicher Körper verschwinden. Die Allgegenwärtigkeit des Todes bringt eine gewisse Form der Gleichberechtigung. Wir sind heute genauso sterblich wie alle anderen verfallenen Zivilisationen, egal wie fortschrittlich und großartig sie waren. Das haben bereits viele Moralisten und christliche Philosophen erkannt. Was können die größte Zivilisation, Kultur oder Kunst gegen dieses universelle Phänomen ausrichten, dass Könige wie Sklaven sterben? Par rapport à ce phénomène universel qui est qu'à chaque instant le roi comme l'esclave peuvent mourir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Es ist mir euch zu künden Ehre, eine neue Sündenlehre. Alles, was man tat, war Sünde. Nichts zu tun war auch Sünde. Die Sünde nur zu denken war Sünde, weil Denken an sich war schon sträflichste Sünde. Der hat sich laut Zeugen gesagt, Lisa trägt kein Kostüm, das sie zur Show an- und hinterher wieder auszieht. Sie ist so, wie sie ist und geht immer ins volle Risiko der Anstößigkeit. Das Publikum liebt sie dafür. Traditionelle Tragen der Kipper. Okay, sie forschen noch nach im Stammbaum, ja, ich sehe. Gott, wie war's bei mir? Gab es Äste? Das Wiener Kabaretttheater Zur Kulisse ist heute Abend der Ort für die Vorteile des Lasters. So heißt Lisa Eckarts Programm über die 7 Todsünden. Ihr Publikum kommt aus der Mittelschicht. Es ist der Mainstream, dessen Sprech- und Denkverbote sie verachtet und auf der Bühne entlarvt. Für Lisa haben wir keine Zeit mehr für Lügen. Ich hoffe nicht, dass wir am Ende sind. Ich wehre mich selbst gegen den Pessimismus. Will mich aber auch nicht in einen Optimismus flüchten. Nichts gibt mir den Anlass zu glauben, dass es noch mal besser wird, dass wir die Kurve kriegen können. Aber das spornt mich umso mehr an, noch einmal dagegen zu reden. Seid maßlos im Hochmut, seid maßlos im Fallen. Seid habgierig, zornig, seid neidisch, gefräßig. Doch um Himmels Christi willen, seid nicht maßlos
mittelmäßig. Es fehlt die Wollust, absolut, die nicht verwechselt werden darf mit einer Promiskuität, die ich zutiefst verachte. Mir ist Tinder sowas von zuwider, dieses Sinn- und Orientierungslose Herumpudern, wenn man so sagen will, das ist nicht das, was ich unter einer qualitativen Ausschweifung verstehe. Sehe eine Handvoll nackter Männer und eine Handvoll nackter Frauen. Dann erwarte ich ja nichts weiter, als dass sich diese in dionysischer Raserei so expressionistisch ineinander stecken wie die Lego-Konstruktion eines soziopathischen Autisten. Ich möchte Dammrisse erblicken, die den Mauerfall alt aussehen lassen. Ich möchte, dass jemand nach einer Deep Throat Fellatio einen Luftröhrenschnitt braucht, durch den er nach der Drainage sofort ebenfalls eifrigst penetriert wird. Und ich möchte so viel Sperma an den Wänden, dass da drin aussieht, als wäre eine Kuh explodiert. Das wäre sein Einsatz gewesen, gell, wenn er... Ich meine, was wir heute haben, ist eine Ära der Empfindlichkeit. Wir definieren Gefühle nicht mehr in ihrer Positivität, dass man etwas empfindet, sondern es gibt Gefühle nur mehr in dem Sinn, dass Gefühle gekränkt werden. Es gibt verletzte, gekränkte Gefühle, nicht beachtete Empfindungen. Und das ist für mich Degeneration.